Willkommen, Leute, zu einer weiteren Folge von The Long Dark. Aus dem Bunker, den wir gefunden haben, in allerletzter Sekunde, um uns noch zu versorgen. Und endlich geschlafen. Oh, das war so nötig. Da haben wir ja diesmal doch einige Nebenquests hier gemacht. Das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen. Mein Plan... Hier ist noch mal eine. Mein Plan wäre jetzt tatsächlich... Oh, das ist wieder viel Weg... Wir können ja mal hier oben lang gehen und von da aus dann, ich meine, gut, dann könnte man das vielleicht doch noch mitnehmen. Mal gucken, wie es uns da geht, wenn wir bis da hingekommen sind. Sonst würde ich sagen, gehen wir nämlich dann straight zum Funkturm, weil ich möchte gerne wissen, wie es weitergeht. Könnt ihr sicherlich nachvollziehen. Also raus hier. Wetter, sei mir bitte wohlgesonnen. Ach, sieht man wenigstens mal was. Okay, ich muss mich rechts halten. In die Richtung. Da hinten sehe ich Bartflechte. Aber ich glaube, ich brauche aktuell keine. Ich glaube, der war für irgendwas gut, aber... Ich war auch ganz froh, dass ich jetzt diesen Tee hatte dabei. Wo ich mich in der letzten Folge noch... vor der Lebensmittelvergiftung retten konnte. Da war das dann doch mal ganz gut, dass ich welchen dabei hatte. Soll ich ein Hirschfleisch mitnehmen? Ne, ich habe das Tragekapazität jetzt nicht dafür. Aber hier war ich schon mal, ich erinnere mich. Ich hier noch was liegen lassen. Ein Messerchen habe ich liegen lassen. So, und da muss ich jetzt ganz weit lang gehen. Hallo Häschen. Geht's euch gut, na? Direkt mitnehmen. War gerade so langsam, ich dachte mir, vielleicht kann ich so einfach im Lauf mitnehmen. Das ist gut, wir verlieren gerade überhaupt gar keine Kälte. Aber jetzt können wir weniger tragen, ne? Ja, weil wir den Bonus verloren haben. Dadurch, dass ich jetzt doch ein bisschen gehungert habe. Man wird halt direkt schwächlich, wenn man einmal hungert. Eine Hütte, eine Höhle. Aber sehe ich noch gar keinen Grund, uns geht's ja gut. Richtiges Spaziergangwetter heute. Was für ein Kontrast, ey. Was für ein Kontrast zu letzter Folge, oder? Interessanter Himmel. Okay, wir haben noch ein Stück, wo ich jetzt eigentlich überlegen müsste, ob ich das jetzt mitnehme da oder nicht. Aber was soll's, kommen. Jetzt sind wir schon mal in der Richtung unterwegs. Nehmen wir das doch mit. Den Geisterhirsch.
ist ein bisschen sehr steil. Komme ich da sicher runter? Vielleicht mal vorher speichern. Weil ich glaube fast nicht, dass ich hier sicher runterkomme. Okay, so geht's. So, muss ich jetzt nach da? Nee. Ah, viele Rehe unterwegs. Oh, eine Hütte. Was ist das denn da? Sieht ja seltsam aus. Three Strikes Bauernhof. Da hinten ist irgendwas. Ist das nur ein Baumstumpf? Also ein Baumstumpf. Okay, hier drin. Jagdgewehr, Munition. Uiuiui. Waldflüsterer Sammelgegenstand Teil 1. Unberührte Natur, die kaum von der Hand des Menschen verunstaltet wurde. Wenn wir unsere Botschaft hier verbreiten können, wird der Rest von Großer Bär hoffentlich erkennen, was möglich ist. Hier im idyllischen Tal werden wir ein Zeichen setzen. Sehr viel zu essen hier. Ich glaube, das lasse ich wieder liegen, bis ich es brauche. Oh, eine Einbahnpackung. Die hätte ich schon gern mit dabei. Hm, vielleicht noch den Brandbeschleuniger, aber dann muss ich was loswerden. Das ist jetzt wieder zu viel. Vielleicht das hier. Zeitung reicht einmal auch. Dass ich. Nee, das, warte mal, das brauche ich als Zunder. Das wiegt ja nicht so viel. Vielleicht lasse ich dann mal ein Zunderbündel hier noch. So, was könnte ich denn jetzt zu essen? Wir haben sogar noch eine Einbahnpackung. Würde ich direkt mal eine wegessen hier. Zähes Hundefutter, das müsste eigentlich auch noch gut sein. Ach, Kondensmilch haben wir ja auch noch. Können wir uns doch schön den Kaffee reinmachen. So, noch Wasser hinterher und dann sind wir auf jeden Fall ein bisschen leichter. Und können nämlich direkt wieder Neues mitnehmen. Never know. Could end up being useful. Ach nein, komm. Ist das so schwer? Dann. Es ist halt auch nicht mehr so gut, ne? Aber es ist eine gute Energiequelle. Dann würde ich jetzt die hier ablegen. Was ist denn hiermit? Ist noch was drin? Ach so. Die Salzcracker und ich. Ja, das Hundefutter nochmal ablegen. Das wiegt ja eigentlich gar nicht so viel. Hm. Lass mal erstmal so. Habe ich schon gespeichert? Ich glaube nicht. Doch, habe ich noch. Ich bin schon wieder nervös. Und da wird wieder sehr viel Kohle drin sein. Aber ich gucke trotzdem mal rein. Yep. Nein, nehmen wir nicht mit.
können es nicht mitnehmen, Astrid. Wir sind immer überladen, das weißt du doch. Okay, in die Richtung weiter. Was sind das hier für Gebilde? Waren hier mal Bäume gepflanzt? Sollten Bäume hier wachsen? Was soll ich hier eigentlich finden? Von einem geisterhaften Hirsch. Kann sein, dass ich da nachts herkommen muss? Ja, Krähe, was los? Ah! Verstecke dich in der Schneehütte und halte Ausschau nach dem Hirsch. Na super. Erstmal gucken, was hier drin ist. Kaninchenfäustlinge, die sind bestimmt sehr gut. Und noch eine Einmannpackung. Oh Mano. Jetzt werde ich auf einmal zugeschissen mit Essen hier. Was ist los? So, erstmal die Fäustlinge. Ich will mal gucken. Die bringen natürlich deutlich mehr. Sind aber auch wieder deutlich schwerer, ne? Vielleicht sollte ich. Ja, vielleicht sollte ich langsam mal anfangen, nicht alles hier mitzunehmen, weil es besser ist. Wenn es dafür 10-fach so schwer ist. 1 Kilo zu 100 Gramm, ne? Das ist halt. Das ist enorm. Aber ich will trotzdem, ich will das haben. Manu. Ich will einfach. Kann ich denn sonst noch was ablegen? Mal gucken, gewichtstechnisch. Im Prinzip Wasser müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen ablegen. Vielleicht sogar einfach mal einen kompletten Liter, dann ist auch ein Kilo weg. So, dann speichere ich mal und dann. Dann verstecke ich mich mal, würde ich sagen. Das ist jetzt diese Schneehütte, nehme ich mal an, die wir auch selber bauen können. Verwenden. Ach, und hier ruht sich dann einfach selber aus? Wahrscheinlich jetzt nur hier. Oh, ein weißer Hirsch. Ein Albino-Hirsch. Rehlederstiefel als Blaupause. Interessant. Man sieht immer mal wieder, es lohnt sich eigentlich, Nebenquests zu machen. Hallo Hirsch. Kann ich mir die Blaupause dann gleich mal angucken? Das würde mich mal interessieren. Survival-Bogen. Den haben wir ja schon. Rehlederstiefel. Ach, die Hose haben wir ja auch schon. Aber seht mal, guck mal, 2 Kilo pro Stück. Das wäre auch wieder extrem. Da bräuchten wir also die Rehhaut und den getrockneten Darm. Das wäre halt was man dann craften kann, wenn man Bock drauf hat. Ich bin eigentlich zufrieden mit dem, was ich hier gefunden habe. Auch außerdem cool, dass wir es gekriegt haben. Hallo Hirsch. Das wäre jetzt echt mies, den abzuknallen, ne? Lass den einfach in Ruhe. Moment, was stand denn eigentlich zur Quest? Das wollte ich gerne noch wissen. Untersuche die großen Geschichten, die du in den Büchern im idyllischen Tal findest. Wir haben eigentlich noch eine übrig. Ja, wahrscheinlich haben wir das Buch dazu nicht gefunden. Ja, ich würde sagen, da fehlt uns wohl noch ein Buch. Aber ich nehme nicht an, dass wir das noch finden werden. Weil da müsste ich jetzt eben alle Häuser wahrscheinlich nochmal absuchen oder so. Sicherlich entgeht mir dann irgendwas. Aber sei es drum. Kurs. Geradezu.
denke, das schaffen wir. Ist ein langes Stück, aber bis zum Funkturm sollten wir es eigentlich schaffen. Oh nein. Oh nein. Warte mal, speichern wollte ich schon. Da ist eine Hütte. Und ich war hier noch nicht. Das heißt, es könnte auch was Interessantes drin sein. Wobei ich mich inzwischen schon frage, was eigentlich noch groß interessant sein kann. Wir haben ja so viel schon entdeckt. An Gegenständen meine ich. Ich lasse die jetzt einfach mal links liegen. Den Funkturm müsste man doch eigentlich von weitem dann schon sehen. Ach, da oben. Ach du heilige Scheiße, wie soll ich denn da hochkommen? Das müsste man doch eigentlich anhand der Karte erkennen können. Ich muss wahrscheinlich einmal drumherum. Am besten eigentlich rechts. Also wenn ich von meiner Sichtung links rum. Das müsste eigentlich leichter sein. Dass es natürlich jetzt wieder dunkel wird. Wie ist denn das? Der wird doch wahrscheinlich eher erst funktionieren, wenn wieder die Lichter an sind. Ich meine, gut, vielleicht habe ich jetzt Glück. Es wird ja eh dunkel. Vielleicht habe ich genauso eine Nacht, wo wieder Strom ist. Dann passt es perfekt. Andernfalls muss ich dann hier wieder irgendwo warten. Was ist das da für eine Hütte? Ah, das ist Mollys Haus, okay. Wozu sind wohl diese Kletterseile gut? Was ich mir gerade vorstellen könnte, vielleicht übersehe ich auf den, wenn ich so weit oben bin, Punkte, wo ich so ein Seil anbringen kann. Und das ist dann einfach nur dafür da, dass ich schnell irgendwo runterkomme, wo es weit oben ist. So wie wir mit McKenzie ja das eine Mal, aber storytechnisch, den Berg runtergegangen sind. Vielleicht sind da noch Stellen, wo man das auch kann, anbringen. Um einfach nur schneller unterwegs zu sein. Genau. Vorsichtig drumherum. Nicht verstauchen. Zwar fast so aus, als könnte man hier hochgehen. Aber ich glaube, das ist gut verbaut von den Entwicklern, damit man das auch nicht wirklich versucht. Oh. Oder wir nehmen das Seil. Cool. So, Astrid, man zeigt mal, was du kannst hier. Wenn ich jetzt nicht wach genug wäre, was passiert dann? Falle ich dann runter? Stimmt, oder? Ach ja, rechts habe ich auch noch dieses Symbol. Gerade so, ey. Das ist nach meinem Geschmack ein bisschen zu knapp. Puh, erstmal verschnaufen und speichern. So, das passt.
Warum geht es so extrem langsam? Ist das so steil? Ich sehe den Funkturm gerade nicht. Ich suche den gerade. Müsste doch eigentlich rechts von mir so sein. Ich gehe auf jeden Fall drauf zu. Das gibt's doch nicht, da muss doch jetzt zu sehen sein. Da, da ist er doch. Oh nein. Das hat mir natürlich gerade noch gefehlt. Kann ich mich da drin verstecken? The radio tower. So I have a chance at least. Mir trotzdem rein, ne? Macht euch vom Acker, verdammt nochmal! Warum steht unten eigentlich so ein Symbol, nicht auf Menschen schießen, ne? Extra nochmal. Okay, das reicht. Puh, verdammt nochmal. Diese verdammten Wölfe. Okay. Hätten wir das erledigt, dann können wir uns das ja mal in Ruhe angucken. Wenn die nicht wieder auf uns aufmerksam werden. Oh fuck. Was? Überall diese Pfeile, verdammt nochmal. Was ist denn hier nur? Wer schießt denn mit Pfeilen auf Menschen? Das war so klar. Ich schaff's immer wieder. Na gut, ich habe ja auch den Bonus nicht mehr, ne? Das wird mir hier langsam zum Verhängnis. Ich glaube, die wiegen alles zusammen, 57 Gramm, ne? Das ist eigentlich nicht so viel. Ich lege das Antiseptikum ab jetzt echt. Kann ich hier was machen? Transponderteile sammeln? Nee. Oh ja. Ist sogar noch einigermaßen hell. Verwende das Funkgerät erst, nachdem ich mich umgeguckt habe. Arbeitshandschuhe. Die waren die nicht besser als die, die ich habe? Na gut, besser als die werden sie nicht sein, das ist klar. Nö. Die Seenotfackel nehme ich mit. Revolvermunition. Brauche ich jetzt wieder, ja. Schließfächer kann ich nichts machen. Hier fehlt Brecheisen. Was ich jetzt erstmal wieder finden muss, weil ich werde das definitiv nicht nochmal aus dem Gemeindezentrum holen. Skijacke brauche ich nicht. Nehme ich mit. Oder? Eigentlich bräuchte ich den nicht, ne? Wir haben eigentlich genug Stuff hier.
Ich esse direkt mal einen Müsli-Riegel weg. Wo ist denn das Funkgerät? Ich will da zuletzt ran erst. Das da. Dann gucke ich mich erstmal hier um. Sehr viele Computerteile hier. Ist hier vielleicht irgendwas zum Lesen? Zu erfahren, was hier passiert ist. Da ist es doch schon. Idyllisches Tal, Sammelgegenstand Teil 3. Alles geschah während eines Sturms. Daher werden wir nie genau erfahren, was zur Hölle genau da los war. Wir wissen nur, dass wir jetzt von der Schnellstraße abgeschnitten sind. Zwischen uns und dem Rest von Großer Bär liegen tonnenweise Fels und Geröll. War es ein Erdbeben? Mag sein. Ja, Erdbeben hatten wir ja schon mehr als genug, ne? Da liegt eine einzelne Gewehrpatrone. Nö, das stimmt. Wir können die viel besser gebrauchen. Oh, Molly, kannst du mal wieder anrufen? Du folgst mir doch bestimmt immer noch. Ist da nichts Besseres zu tun. Das Zeitungspapier lasse ich hier. Gewehrpatronen auch. Kaffee, Toaster. Oh Gott, hier ganz viel Essen. Was wir erstmal nicht brauchen, weil wir noch welches haben. Und je nachdem, wie Story technisch weitergeht, brauchen wir es vielleicht auch gar nicht mehr. This stuff will come in handy. Deswegen lasse ich das ganze Essen und lasse mal alles hier. Kampfhose. Das muss ich mir mal angucken. Den Rest, die Fackel nehme ich noch mit, den Rest lasse ich hier. Die Kampfhose. Gut, die hat einen schlechten Zustand, aber scheint allgemein schlechter zu sein. Ich glaube nicht, dass das am Zustand allein liegt. Die habe ich draußen erst hingeschmissen, das Antiseptikum. Was kann ich bloß noch loswerden? Ich brauche den Bonus wieder, dass ich mir tragen kann. Ich könnte das Hundefleisch mal vielleicht noch aufessen. Ich hoffe, das ist nicht schlecht. Es gibt halt alles eigentlich gar nicht so viele Tomatensuppe. Ne, kann ich mir jetzt gerade nicht erlauben. Gut, wir versuchen es mal, ne? Tja, musst warten, bis Strom ist. Also sie weiß das noch nicht, ne? Dass der Strom erst ist, wenn die Lichter da ist. Ich hab dir nicht erlaubt, schlafen zu gehen. Ah. Hört ihr das? Der Strom ist wieder da. Radio. It's working. Wie passend. Damn. Why can't I get anything? Come in. This is Perseverance News. Hello? Come in. Hello? Can anyone hear me? Is this the radio station at Perseverance Mills? Can you hear me? Das ist er doch. Help. There's some kind of quarantine situation. Oder? Hello? War das Mackenzie gerade? Mackenzie, ist das du? Ja, das ist Mackenzie. Shit. I can hear him, but he can't hear me. You're alive. Okay, das heißt, die Ereignisse verweben sich zusammen gerade. You're alive. And on your way to Perseverance Mills. Ja gut, noch nicht. Got to get there. Tja. Die Lives. Oh, Molly natürlich wieder. Wer sonst? What is it, Molly? We have a lot in common, you and I. How's that?
both left our men behind. We both like to be alone. Both hiding from our pasts. I don't know what you mean. Yes, you do. I didn't kill him, you know. I wanted to. So many times. I just never had the courage. And as bad as it got at times, at least I wouldn't be alone. Was willst du, Molly? Be alone would be worse. That's what I told myself. I don't judge you, Molly. I didn't kill him, but I may as well have. I watched while the wolves surrounded him. I knew what was coming. I had a rifle in my hands. I could have helped him. Molly. It all happened in slow motion, you know, like a ballet. They were so quiet and confident, like there was no other way it could end. And I just stood there, frozen. He was yelling at me to shoot. Krass. They circled. And then they were on him. Like a force of nature. Molly, why are you telling me this? Because it's important for someone to know. For someone to know what? That I don't regret it. Not for a second. The convict, outside with the arrows in his back. That your handiwork too? Yep. Was? They're all gonna pay now, Astrid. Was? Who are? All of them. We've been in the background, in the shadows, invisible, overlooked for too long. Not anymore. Mm-hmm. I'm not sure revenge is the answer, Molly. Maybe not. But it'll do for now. Feels good to be on this side of the hunt. So I'm making up for lost time. Take care of yourself, Doctor. Aber was weiß sie über uns? You too, Molly. Tell me one last thing. Your pilot. The one you left behind. You one of the good ones? Yes, he is. But things are complicated between us. Let's just say I wouldn't want to find him with an arrow in his pack. Then I hope to never meet him. Das hoffe ich auch. It's been good talking with you, Astrid. For a little while, you took the loneliness away. I hope you find what you're looking for. I hope you can help those people up in Perseverance Mills and find some peace for yourself. Thank you, Molly. Die klingt echt gruselig. I hope you can find some peace too. Aber sie hat was von der Vergangenheit erzählt. Hat sie was von uns erfahren? Aus irgendeinem Grund? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber immerhin. Das heißt, Mackenzie hat gerade versucht, Kontakt aufzunehmen und konnte uns einfach nicht hören. Das heißt, er macht sich dann auf den Weg zum Kraterstaudamm. Und das wird wahrscheinlich in der Zeit passieren, wo wir jetzt dann zur Mine gehen. Ja. Und dann wird sich wahrscheinlich alles miteinander verweben, könnte ich mir vorstellen. Aber das sehen wir uns dann in der nächsten Folge und damit für mich auch die nächste Aufnahmesession. Schauen wir uns das dann an. Und ja, das wird ja in 2 Tagen sein, ne? Wie immer. Sage ich zwar jedes Mal, aber damit es auch vielleicht welche, die neu zuschauen, noch wissen. Also von daher, macht's gut, Leute. Habt einen schönen Tag, eine gute Nacht. Je nachdem, wann ihr schaut. Und bis bald. Tschüss.